In der Sparte Kartenmagie, Ari Fiedler. Nein! Halt! Haben die Kartenmagie gesagt? Ja. Ich hatte mich eigentlich für Mentalmagie vorbereitet, aber das ist kein Problem. Dann mache ich einen Kartentrick, ja. Es ist doch ein Problem. Hast du ein Kartenspiel dabei? Nein. Nein, okay. Das Problem ist, ich bin heute tierisch aufgeregt. Das Gute ist aber, ich kann zaubern, ja. Hallo, ich bin Ari. Ja. Stefan. Gut, ich fange an. Ja. Sag Stopp. Stopp. Hier. Die Karo 5. Die Karo 5 ist eine sehr, sehr rote Karte. Und ich werde versuchen, diese sehr, sehr rote Karte in eine sehr, sehr schwarze Karte zu verwandeln. Okay? Das ist mein Trick. Aufgepasst. Karo 5 und Karo 5. Das ist immer noch eine rote Karte, oder? Das Problem ist, ich bin heute wirklich tierisch aufgeregt. Aber ich probiere es nochmal. Herz 5 und Karo 5. Herz 5. Okay, ich bekomme es sicher hin. Kannst du mir helfen? Ja, danke schön. Ich bekomme es sicher hin. Kannst du mir helfen? Einfach ein bisschen hin und her schieben? Nicht so dolle. Die ist instabil jetzt. Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt haben wir 4 Karten. Ja. Was? Das sind nur 3 Karten. 1, 2, 3. Okay, es sieht vielleicht so aus wie 3 Karten. Aber Emsley würde sagen, aus 3 Karten macht man ganz einfach 1, 2, 3, 4 Karten. Nein, wirklich. Aus 3 Karten macht man ganz einfach. 1, 2, 3, 4 Karten. Oh, nein. Ich wollte nur eine Karte verwandeln. Das habe ich am Anfang gesagt. 4 Karten sind viel zu viele. Aber ich habe eine Idee. Denn wenn wir 5 plus 5 plus 5 plus 5 rechnen, dann ergibt das nach Adam Riese. Genau. 20, eine Karo 20, ja. Cool, oder? Eine Karo 20, hast du schon mal sowas gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Nee, okay. Hast du schon mal sowas gesehen? Nein, auch nicht. Es gibt's auch gar nicht, eine Karo 20. Eine Karo 20 besteht nämlich in Wirklichkeit aus genau 20 Karo Assen. Ja, genau. 20 Karo Assen, ja. Jetzt fragst du dich natürlich, warum hat er das gemacht? 20 Asse sind doch noch viel mehr als 4 Fünfen. Und das frage ich mich auch. Ich komme vom Regen in die Traufe. Das kann daran liegen, dass ich heute echt aufgeregt bin. Wir müssen zum Anfang zurück. Okay. Denn wenn ich 1, 2, 3, 4, 5 Asse übereinander lege, ergibt das eine 5. 1, 2, 3, 4, 5 Asse und schon wieder eine 5. 1, 2, 3, 4, 5 Asse und 1, 2, 3, 4, 5 Asse sind 1, 2, 3, 4, 5. Schön. Aber ich wollte die Farbe verwandeln. Wenn ich die Farbe nicht verwandle, dann wirst du traurig, dann ist das Publikum enttäuscht, ich bekomme von der Jury schlechte Punkte, meine Eltern sind wütend, ich bekomme kein Taschengeld und mein Hamster stirbt. Okay, so komme ich nicht weiter, oder? Nein. Okay, ich werde für dich, nur für dich, die Farben ändern, aber andersrum, die Rückseite. Okay, gut. Aufgepasst.
Eins, zwei, drei. Und eine Karte wird blau. Eine Karte wird blau. Okay. Und nicht nur das, auch wenn ich nochmal schnipse, schnippst du mal. Perfekt. Und schon ist die zweite Karte blau. Und jetzt sind alle drei Karten blau. Und jetzt sind alle Karten sind blau. Ja. Und nicht nur das, auch das gesamte Kartenspiel wird blau. Die Kartenschachtel wird blau und du wirst auch blau. Prost!